Schönen guten Tag, liebe Leser. Mein Name ist Dietmar Isaias und heute begleiten Sie mich zum Hechtschleppen und zum Zanderschleppen mit diesen Dingern, mit Wobblern. Mal schauen, was dabei rumkommt. Viel Spaß. Da ist das Gute an so einer Kiste, dass man die Köder wunderbar deponieren kann, ohne dass sich die Drillinge ineinander verhaken. Und das Tolle ist auch, das ist eine Kiste für große Pilker. Wenn es in Norwegen ist, dann nimmt man den ganzen Krempel raus, packt den so unter die Dusche nach dem Angeln und morgens, wenn das getrocknet ist, die Drillinge schön vom Salzwasser befreit sind, schmeißt die ganze Sache wieder rein, packst ins Boot und hast kein Getu und kein Gemach. Vor 4 Jahren selbst entwickelt den Wobbler, absoluter Krawallmacher. Wie schnell schleppst du immer auf Hechte? Unterschiedlich. An Tagen, wenn der Fisch aktiv ist, meistens bei einer sehr stabilen Witterungslage, spielt keine Rolle, ob Winter oder Sommer, meistens zwischen 4 und 5 Stundenkilometer. Das kann man auf GPS-gesteuerten Echoloten wunderbar erkennen. Beziehungsweise auch Echolote, die haben so eine kleine Schraube hinten dran, die dann so ein Rädchen, und das kann einem auch die Geschwindigkeit halbwegs genau erklären. Ansonsten fische ich, wenn der Fisch nicht so aktiv ist, eher langsamer, also höchstens 3 Stundenkilometer. Ich probiere es heute etwas zügiger, weil ich hoffe, dass durch die letzten Tage, wo es etwas milder war, der Hecht etwas aktiver ist als zuvor. Aber es wird uns ungefähr nach einer Stunde der Fisch schon selbst zeigen und dann kann ich immer noch die Geschwindigkeit anpassen. Momentan schläfe ich so etwa 4,5-5 Stundenkilometer. Und am liebsten schleppt es ja mit Wobblern? Also zu 99% mit Wobblern. Und dann mit Schwimmenden, weil da kann ich mich genau darauf verlassen, dass sie in einer bestimmten Tauchtiefe arbeiten. Sinkende Wobbler ist immer so ein großes Problem, dass einige von den sinkenden Modellen entsprechend tiefer abtauchen und dann nicht so richtig funktionieren, wie ich sie gerne haben möchte. Und du schleppst jetzt einen Wobbler relativ nah an der Schilf. Kante entlang und einen im Schraubenwasser? Genau, also den im Schraubenwasser, der ist eigentlich ein Tieftaucher, der läuft so gut 2,5-3 Meter tief, allerdings fische ich den nur knappe 5 Meter hinterm Boot und entsprechend läuft er nur einen guten Meter und wir haben es hier etwa zwischen 1 und 1,5 Meter Wassertiefe. Ich laufe also auch häufig Gefahr, dass ich Dreck und ähnliches an der Schnur habe. Und die andere Route fische ich einen extrem Flachläufer, der läuft nur 0,5 Meter tief und den fische ich so etwa 20 Meter hinterm Boot. Da brauche ich mir gar keine Gedanken zu machen. Also das Wasser ist so flach, hier 1,50 Meter, da kommt ein Hecht schon 1 Meter hochgeschossen, um sich den Köder zu packen. Und die Hechte scheuen sich auch nicht, einen Köder zu attackieren, der jetzt direkt im Schraubenwasser läuft? Überhaupt nicht. Also die Fische sind das hier gewohnt, dass regelmäßig der Bauer seine Schafe von der Weide holt und entsprechend dort mit seinem kleinen flachen Bötchen mit Motor durch die Gegend fährt. Der Fisch ist damit aufgewachsen und selbst an Strecken, wo es kein Motorgeräusch gibt, habe ich das Gefühl, dass manchmal der Fisch durch das Motorgeräusch wie aufgeschreckt ist und alles, was er dann in dem Moment sieht, attackieren muss. Die Fischschätze mit einer Multirolle, hat das einen besonderen Grund?
Ja, ich mag Multirollen sowieso grundsätzlich gern. Man kann damit prima schmeißen. Und da wir heutzutage fast nur mit Dynema-Schnur angeln, verdreht also eine Multirolle, da sie die Spule entsprechend anders aufwickelt, wie die Schnur auch nicht. So kann ich also mit Dynema-Schnur teilweise viel, viel länger durchfischen als mit einer normalen Stationärrolle. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 kann ich wesentlich besser im Drill mit einer Multi umgehen als mit einer Stationärrolle. Und ich mag das auch, dass ich regelmäßig Schnur geben kann durch Draufdrücken und entsprechend so mit der Rute und Rolle arbeiten kann. Bügel umklappen ist nicht unbedingt eine feine Art beim Schleppangeln. Ein großer Zander. Zander. 1 minus, läuft knapp einen halben Meter tief. Für solche Gewässer ideal. Ihr könnt auch gut sehen, es ist ein Liger, der also wirklich lange Zeit am Boden gelegen hat. Das seht ihr an den kleinen Blutegeln hier drauf. Und durch die Klappergeräusche von dem Wobbler werden die wach gemacht und schießen hoch und packen sich den Köder. Auf jeden Fall. So, auf wie geht's. Kein Problem, kein Problem. Der erste Hecht hier. Und zurück mit ihm. Übrigens ein kleiner Tipp am Rande, ich bin jetzt nicht unter die Chinesen gegangen, sondern die Reiskörner hier drin haben einen großen Vorteil, die halten mir die Feuchtigkeit von solchen Quetschhülsen, Splittringen oder Springringen, Wirbeln, Karabinern und Drillingen. Also durchaus, wenn Sie in Ihre Hakenbox oder Zubehörbox ein paar Reiskörner hineintun, ich kann Ihnen versprechen, Sie haben weniger Probleme mit Rost.